Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2, mein Warlock hier mit seinem Wochenloot-Tag. Ja, ich hab's noch gemacht, hab den zweiten Schar, oder er sagt, eigentlich ist er der dritte Schar. Aber jetzt hier so eine Reihenfolge der zweite Schar, weil anderen Schar, den Jäger, schaffe ich jetzt nicht mehr. Das ist alles fertig zu machen, zeitlich komme ich da nicht zu, aber ich hab's trotzdem geschafft. Habe hier einige Beutezüge abgeschlossen, einiges an Loot kann ich jetzt wieder einfahren. Wie gesagt, hier einmal bei Zavala erstmal hier schön mächtige Ausrüstung looten, dann hier bei Lord Shax mächtige Ausrüstung looten, hier bei Ikora, dann bei Horsethrown und dann hier noch beim Vagabunden. Also ich habe genug zum Looten auf jeden Fall. Vielleicht kriege ich auch noch meinen Bonus nach vorne hier. Ja, wie gesagt, hier oben natürlich zu sehen hier. Plus 18 Bonus habe ich im Moment. Ich muss noch 117.000 Punkte bekommen. Dann habe ich dann hier auch nochmal wieder ein Power-Level oben drauf. Bei dem Warlock habe ich jetzt da noch nicht so viel gezockt. Auch die Spitzenausrüstung ist hier noch überall aktiv. Also ich habe einmal hier den Dungeon mit dem Warlock gelaufen. Das war es auch. Diese Woche sind die ganzen Spitzenausrüstungen noch bei den beim Jäger und beim Warlock hier komplett noch offen, aber ich komme da zeitlich wahrscheinlich nicht mehr zu. Ich habe jetzt heute Morgen nochmal 3 Stunden investiert hier, um die ganzen Beutezüge fertig zu machen und ein bisschen EP zu sammeln. Das macht man natürlich, indem man halt, wie gesagt, effektiv erstmal, sag ich mal, die Beutezüge bei Zavala abholt, alles was geht, dann geht ihr in die Forward Strikes, macht so viele Beutezüge fertig, wie es geht, dann nächstes ist dann halt zum Beispiel Schmelzziege dran, immer so weiter und immer da die ganzen Beutezüge mitnehmen. Zu denen natürlich nicht vergessen. Eva Levante hat ja hier auch noch immer noch die Möglichkeit, euch ein bisschen Loot rauszuhauen. Zudem natürlich auch hier die Beutezüge mitnehmen. Ja, es sind auch Beutezüge zu erfüllen und zu erledigen, die nicht mit dem Spukforce zu tun haben. Dann auch so mitnehmen, ja. Und dann hier natürlich immer Zauber des Festivals einsetzen, damit ihr da halt noch extra Schokomünzen bekommt, ja. Und morgen werde ich dann kurz vom Reset, werde ich nochmal alles an Loot rausholen, was ich habe vom Festival der Verlorenen. Aber jetzt im Moment noch nicht, da warte ich noch bis morgen. Da werde ich dann auch nachher noch ein bisschen reinfahren. Mal gucken, ich habe im Moment 649 seltsame Schokomünzen und halt im Moment 6884 Süßigkeiten. Ja, wie gesagt, da kann man nachher ja noch ein bisschen mit rumspielen. So, ich sehe auch gerade ein Primus und Gramm haben wir auch noch. Habe ich euch gesehen. 952 lösen wir nochmal kurz schnell ein. Danach hole ich mir Loot ab. Einkaufstour bei Testboy auch nicht mehr machen, habe ich auch schon erledigt. Ja, dann wird jetzt alles vielleicht wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, sagen wir es mal so. Mal gucken, ob ich mich hier noch ein bisschen höher ziehen kann auf 971 Power Level. Ich glaube aber nicht. Aber ich kann es mal probieren. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird nichts. Ne, höher komme ich gerade nicht, leider. Also ich gucke mal kurz in die Poststelle, ob da was Schönes reingeflogen ist. Ja, ansonsten geht es halt nur hier im Moment zocken. Ja, anders geht's nicht. Und ja, und die Beutezüge halt immer mitnehmen. Damit zieht man sich am schnellsten nach oben, was den Bonus angeht. Das klappt ganz gut. Und jetzt gibt es erstmal Loot. Mal schauen, was kommt. Es kommt hier auch drauf an, wie hoch das an Gesamtpunkten ist, was hier gerade droppt. Darauf kommt es natürlich auch an. Und wie gesagt, hier immer die Beutezüge mitnehmen, alles was geht. Ja, hier auch kaufen die zusätzlichen Beutezüge. Dann in die Forward reingehen, da dann auch sich konzentrieren, diese Beutezüge fertig zu machen. Dann kriegt ihr das auch ganz schnell alles fertig. Also, das dauert doch nicht lang. So, da habe ich hier noch Gesamt 52, Gesamt 52, Gesamt 61. Da muss ich dann wohl irgendwann mal anfangen zu infundieren. Irgendwann, ja, jetzt im Moment noch nicht. Aber einige Sachen kann man nicht mal irgendwann mal in die Tonne treten. Zum Beispiel das hier. Es gibt viel zu tun. Muss ja immer gesagt, sehen wir den. Wir müssen uns um die Pyramide Gesamtwerten, jetzt kommt es mir drauf an. Da muss man halt schon langsam aussortieren. Umso höher die Werte natürlich, umso mehr Punkte habt ihr dann auf euren Disziplin, Stärke und Disziplin und was ich weiß, Intellekt und was ich weiß alles. Das hilft schon. Ja. Aber man sieht, komme ich hier jetzt eh nicht voran. Kriege ich eh nur 952er Power Level Loot. Ja, das bleibt hier leider so hängen. Ansonsten kriege ich gar nicht. Wie gesagt, ich hätte vorher noch meine Spitzenausrüstung farmen müssen. Dann hätte ich den Parcours hier laufen müssen, um die ganzen Sachen einzusammeln. Aber ich habe leider keine Zeit, deswegen hole ich das jetzt einfach alles ab. Und ja, ich hoffe einfach, dass vielleicht doch noch irgendwas rauskommt, was mich vielleicht doch voranbringt. Sei es ein Ausrüstungsgegenstand mit guten Gesamtwertpunkten oder ja, irgendeine Waffe, die gute Perks hat. Mal schauen. Aber im Moment sieht es halt eher nicht so gut aus. Aber der Loot muss rein. Der Loot muss rein. Keine Zeit. Ja, morgen Reset. Ja, mal schauen, was hier ist mit dem Tor. Die letzte Wex-Offensive startet ja angeblich. Und dann hoffe ich mal, dass was Gutes abfällt. Hallo, Freund. Fröhliches Festival der Verlorenen. Entschuldige, wir kommen bei diesem Portal gut voran. Hüter wie du tragen Daten, Vorräte, Informationen und so viel mehr bei. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal alle so zusammenkamen. Bei der Roten Schlacht wahrscheinlich. Es gibt ein Sprichwort, das Osiris mir beigebracht hat. Wir sind Zwerge, die auf Schultern von Riesen stehen. Jede Wahrheit, die wir entdecken, jeder Sieg, den wir gewinnen,
Das alles ist nur möglich dank derer, die vor uns kamen. Nutz die Zeit, dich auszuruhen und das Festival zu genießen. Du arbeitest hart. Richtig. Gut, das muss ich mir noch mal kurz anhören. Das habe ich mir noch nicht angehört gehabt. Aber es gibt ja so einige Story-Sachen noch und ein bisschen Erzählung von einzelnen Charakteren hier auf dem Turm, die natürlich mit Festival der Verlorenen zu tun hat. Haben. Du gibst einfach nicht auf, oder? So, Kleinengarn, jetzt sind wir noch Verbesserungskerne. Reisenden erweckt. Und jetzt hört man Bam. Überall, wie sehr du so, ich hau jetzt einfach alles raus hier. Und deswegen habe ich mit dem ganzen Clan-Ding überhaupt angefangen. Die Leute erwarten immer noch, dass sie gespielt, Vorbild, wie man sieht. Aber es ist Zeit für etwas Neues. Es landet auch schon einiges wieder in der Poststelle. Saisonrang 186 mittlerweile. Ist auch ganz okay. Achso, vorher natürlich, ne, habe ich alle Waffen vom Titan, die höher sind, 954er Waffen hier, habe ich alle rüber transferiert, ja, und leider ist hier das alles nicht so toll gedorft, wie ich es gerne gehabt hätte. Naja. Kann ich alles recyceln, brauche ich nichts. Als Low Level und infundieren brauche ich die Sachen nicht. Plus kam perfekt Underdog und dynamische Schwungreduktion. Kann man das gebrauchen? Wenn der Abzug gedrückt ist, verstärkt das Schwungreduktionssystem die Präzision mit der Zeit. Okay, diese Waffe lädt schneller nach, wenn man deine Gesundheit sinkt. Habe ich die ja nicht noch so hier irgendwo drin? Ich kann die nochmal drinnen lassen, ja. Es ist ja nicht so, das tragisch, die drin zu lassen. Aber noch hier. Cerberus mal weg. Ich brauche Platz. Anders geht's nicht. Es lohnt sich trotzdem, die Sachen fertig zu machen, ja, auch wenn ihr schon High Level seid, weil ihr bekommt halt, wie gesagt, EP und ihr bekommt hier halt auch trotzdem noch Materialien, zum Beispiel legendäre Bruchstücke, die bei mir langsam auch immer weniger werden. Deswegen könnt ihr es trotzdem alles so machen und alles erledigen. Lohnt sich trotzdem. Und ja, dann müsst ihr viel spielen. Viel spielen. Anders geht's nicht. Ich mein. So, dann holen wir es auch mal schnell Kleiner, mit ab. Gut siehst du aus. So, ein paar Pünktchen gekriegt, aber leider keinen Bonus hier erreicht komplett. Wie viel ist immer noch? 30.000 Punkte. Das ist nicht gerade viel. Aber ich habe leider Pech gehabt. ja. Schade. Wir gehen noch kurz zur Poststelle. Ja, Mist. Da fehlen echt noch 30.000 Punkte, dann kriege ich meinen Bonus. Aber das kriege ich schon irgendwie rein. In der nächsten Zeit. Und sonst halt morgen zum Weekly Reset oder morgen noch zum Spukforst-Dude abholen. Wie gesagt, morgen werde ich dann nochmal auf dem Dienstag hier meinen gesamten Spukforst-Dude reinholen und mal gucken, ob ich bis da noch einiges geschafft habe oder nicht. Der Clan ist mich gerade nicht ganz so aktiv, leider. Ich bin nur ich online und Timmy. Sonst keiner, aber sonst der Clan ist fertig hier, Clan-Level ist durch. Und sonst eigentlich sieht es auch ganz gut aus. Also kann mich nicht beklagen, aber jetzt im Moment was Spiel Aktivität angeht, ist gerade ein bisschen ruhiger geworden. Liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten Sachen schon einfach erledigt sind und man einfach schon die Gear auf 950 hat. Und na gut, der Spitzenausrüstung muss man dann natürlich trotzdem farmen, um voranzukommen. Wie gesagt, Ende des, der Season, ja, wird halt eben dieser Bonus hier, ja, dieser schöne Bonus hier oben, beziehungsweise das Artefakt wird halt eben zurückgesetzt. Ja, hier steht ja auch, irgendwo läuft mit Ende der Saison 8 ab, ja. Dann hat es erledigt. Dann kriegst du ein neues Artefakt und geht's von vorne los. Mal gucken, was da alles kommt, aber ihr habt die ganzen EP jetzt hier umsonst gefarmt, mehr oder weniger. Also umsonst nicht. Ihr müsst natürlich auch. Also ihr kriegt natürlich auch den Bonus trotzdem. Und wenn ihr höhere Aktivitäten spielen wollt, gibt es natürlich extrem. Aber ja, einige Sachen sind halt eben. Ja, schade, dass es dann halt auf einmal weg ist. So wie der Bonus. So, Messsuche, erster Schuss. Auch ganz okay, aber nö. Hol ich mir den Loot raus. Die anderen Sachen habe ich noch alle drin gelassen hier. Vielleicht für PvP, ich weiß noch nicht genau, ob die Sachen gut sind hier oder nicht. Menagerie könnt ihr natürlich auch nochmal laufen, ja. Muss ich trotzdem unser halt gute Sachen rauszufummeln aus der Menagerie, um die Perks zu bekommen, die man vielleicht haben möchte. Ja, sonst trotzdem reinzugehen in Menagerie. Natürlich den Kelch einstellen, aber es lohnt sich trotzdem. Ja, das war jetzt eigentlich alles. Mehr habe ich glaube ich auch nicht drin. Neue News gibt es eigentlich so auch nicht, was ich nicht schon erzählt habe. Ja, und deswegen bin ich jetzt eigentlich durch, sagen wir es mal so. Und ja, sonst ne, geht auch bei Tess vorbei. Das war alles. Ja, ich finde es ein bisschen blöd gerade, dass ich, wie gesagt, nicht vorher noch die Spitzenrüstung looten konnte. Aber ließ sich jetzt gerade nicht ändern. Und ja, ich bin auch gleich kaputt, ein bisschen müde, wie man hört. Und ja, der Winter ist da, viel Ralala, alle freuen sich nicht, ich irgendwie auch nicht. Ich mag den Winter überhaupt nicht. Und sonst, bis morgen, würde ich sagen. Danke für euren Support.
guten Loot euch und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wunderbar aus. Hast du mehr Muskeln bekommen?